Eine zündende Idee hatten wir für unseren Kunden Bolton, die im Mai Borotalco launchten. Das ist ein führender italienischer Deo-Spray, der vor allem durch seinen angenehmen Duft besticht. Das wollten wir so vielen Österreicherinnen und Österreichern sagen. Dementsprechend brauchten wir einen Ort, an dem viele Österreicher und Österreicherinnen vorbeigehen und an dem es idealerweise auch nicht so gut riecht. Denn wo kommt ein guter Duft mehr zum Vorschein als an einem Ort, der sonst nicht so gut riecht? Und so gingen wir zur U-Bahn-Station Stephansplatz und bedufteten dort eine Woche lang über die Lüftungsanlagen die Gleise und die Plattformen. Der Clou an der Geschichte war, dass wir nicht gleich sagten, wonach es hier riecht. Jeder hat den Duft zwar mitbekommen und hat ihn auch wahrgenommen. Über digitale Screens haben wir auch darauf hingewiesen, aber dass es Borotalco ist, haben wir erst nach einer Woche verkündet. Dementsprechend wurden wir zum medialen Talk of Town. Alle haben sich gefragt, wonach es hier riecht und woher dieser angenehme Duft kommt. Und am Internationalen Tag des Duftes verkündeten wir, dass es sich dabei um Borotalco handelt. Dabei haben wir nicht nur 2 Millionen Menschen erreicht in der U-Bahn-Station, sondern auch die Sales-Zahlen extrem in die Höhe treiben können. Bei der Markteinführung von Checknet ist es darum gegangen, ein Nischenprodukt für Experten zu einem modernen Service für alle Österreicherinnen und Österreicher zu machen und gleichzeitig als erste Online-Anlaufstelle für Versicherungsfragen zu positionieren. Wir sind bei der Kommunikation in 3 Phasen vorgegangen. Erstens, wir schaffen Problembewusstsein und verbreiten unsere Kernbotschaft: bei der falschen Versicherung brennt der Hut. Zweitens, wir erklären komplexe Zusammenhänge mit einfach verständlichen Geschichten und positionieren uns auch in Richtung Journalisten und Konsumentenschützer als Serviceeinrichtung und entfachen so Interesse. Und drittens, wir zeigen die Lösung. Checknet bringt die tatsächlichen Leistungen von Versicherungen ans Licht.